Also Folge, illegal, wenn ich keinen Asylantrag gestellt habe, dann, wenn der Asylantrag rechtskräftig abgelegt ist, dann erlischt die Aufenthaltsgestattung. Interessant ist auch, was wir jetzt gerade in der politischen Diskussion hatten, das hatten wir auch im Landtag Mecklenburg-Vorpommern, das ist die Duldung, das ist die umgangssprachlich Abschiebestopps genannt. Ich meine, dass Thüringen, glaube ich, auch gesagt hat, dass nicht nach Afghanistan abgeschoben wird. Ich glaube, Schleswig-Holstein auch. Mecklenburg-Vorpommern hat es nicht gemacht, muss ich dazu sagen. Wir haben uns natürlich auch vehement dagegen ausgesprochen, hatten wir in der Landtagsdebatte. Das ist hier dieser 60a Asylgesetz, das sind dann bloße Duldungen. Dabei muss man auch wissen, das sind ja Leute, die, vielleicht mal zur Erklärung, wie das nicht so geläufig ist, wenn jemand einen Asylantrag stellt und er wurde abgelehnt. Das heißt, das Bundesland hat gesagt, du bist kein Asylberechtigter, du bist nicht verfolgt. Du bist kein Flüchtling, es gibt auch keinen subsidiären Schutzgrund und es gibt kein Abschiebungsverbot. Dann besteht eine Ausreisepflicht und wenn ich der nicht nachkomme, wird man halt abgeschoben. So ist die Theorie jedenfalls. Praktisch wissen wir, wird halt nicht oder kaum abgeschoben. Aber ich bleibe trotzdem illegal. Ich habe keinen Aufenthaltsstatus. Das heißt, ich muss jederzeit auch damit rechnen, dass ich die Pflicht zur Ausreise bleibt und ich muss jederzeit auch damit rechnen, dass ich abgeschoben werde. Aber einige Bundesländer haben eben entschieden, nach Afghanistan jetzt nicht abzuschieben. Und das ist auch interessant. Warum? Weil im 60a Asylgesetz steht drin, man könne das aus humanitären Gründen machen. Das finde ich immer sehr schön. Da frage ich mich immer, okay, ich kann aus menschlichen Gründen nicht abschieben. Da frage ich mich immer, ist unser ganzes Asylrecht irgendwie unmenschlich? Ja, wenn ich vorher umfassend geprüft habe, der ist nicht verfolgt. Der hat kein Abschiebungsverbot, kein Flüchtling, kein subsidiären Schutz. Also dem drohen auch gar keine Gefahren in seinem Heimatland. Das ist beim subsidiären Schutz, kommen wir ja noch drauf zurück. Und dann wird trotzdem dann noch aus humanitären Gründen nicht abgeschoben, kann man eigentlich nicht mehr nachvollziehen, ist unlogisch und man sieht es ja auch in Deutschland. Wir haben jetzt wieder eine Flickschusterei. Einige Bundesländer schieben ab, einige nicht. Ist ja auch, kann man ja keinem in der Welt vermitteln. Ne? Ich meine, wir sind ein Land, Bundesland wie Deutschland und einige Bundesländer sagen, du musst nach Afghanistan, andere machen ein Flugzeug voll oder halb voll oder viertel voll und fliegen das nach Afghanistan raus. Also Irrsinn, wie dieses Abschiebestopp, wie das eigentlich läuft. Bitte schön. Das ist der Föderalismus, wobei ich eigentlich sagen muss, hier geht es ja eigentlich nicht um föderale Probleme. Leider sind halt die Länder für die Abschiebung zuständig. Das ist ja eigentlich, sollte das eigentlich zentral gleich sein. Sie hatten sich noch gemeldet, bitte? Könnten wir mal § 60a erläutern, bei der bloßen Duldung. Gibt es dort Leistungen, wird dort Wohnraum zur Verfügung gestellt? Denn im Grundgesetz ist ja von bloßer Duldung für nicht zu leben. Der politische kann nicht deutlich geregelt. Und wenn einer nur bloß geduldet wird, dann wird er kein politischer Flüchtling. Das bekommt er. Das ist genau der Punkt. Also wenn ich ihm bloß geduldet werde, bin ich gar nichts. Bin ich kein Flüchtling, ich bin kein politisch Verfolgter, ich bin auch nicht subsidiärschutzberechtigt und es gibt auch kein Abschiebungsverbot. Es ist einfach nur ein Abschiebestopp. Also nicht zu verwechseln mit Abschiebeverbot, da besprechen wir nachher nochmal. Die Leistung von Asylbewerberleistungsgesetz geregelt, was der genau bekommt, kann ich Ihnen jetzt auch ehrlich gesagt nicht sagen. Ich glaube, es ist ähnlich wie Arbeitslosengeld 2. Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Bisschen mehr sagen Sie, weiß ich jetzt nicht genau. Aber wie viel das jetzt ist, kann ich auch nicht genau sagen. Also der eigentliche Asylbewerber ist also jemand, der einen Asylantrag stellt. Und dabei ist wichtig, wenn Sie den Asylantrag stellen, ist zuständig das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und das Bundesamt prüft umfassend. Also Sie gehen dann hin und sagen, Sie beantragen Asyl. Und dann prüft das Bundesamt alles Mögliche. Das sind wieder diese vier Punkte. Prüft also erstmal politische Asyl nach dem Grundgesetz, prüft Genfer Flüchtlingskonvention im Flüchtlingsschutz, prüft den subsidiären Schutz, auch das ist eine Erfindung, die wir der EU zu verdanken haben, kommen wir gleich nochmal drauf zurück, und prüft dann auch die Abschiebungsverbote von Amts wegen, prüft umfassend. Deshalb sagte ich gerade, das Bundesamt bei den Afghanen hat das Bundesamt umfassend geprüft, alles abgelehnt und trotzdem sagen dann die Länder, wir schieben nicht ab. Mit der Folge dann der Aufenthaltsgestattung habe ich mal ein Foto abgebildet. Bitteschön.
Wie sind das? Ich habe jetzt schon ein paar Mal im Deutschlandfunk gehört, es gibt ja richtig auch staatlich geförderte Vereine, die sich dann ja bemühen, den Flüchtlingen zu sagen, was sie dann in diesen, ich weiß nicht, wie man das nennt, Sitzungen, Seminaren, keine Ahnung, was da stehen, was sie denen sagen müssen, damit ihr Asylantrag möglichst wahrscheinlich durchkommt. Richtig. Gibt es auch im Rechtswesen, sind ja recht, da gibt es auch, dass der Staat mir zur Seite steht, was musst du vor Gericht sagen, wenn du Mist gebaut hast, damit du möglichst eine geringe Strafe kriegst? Nein, es gibt tatsächlich Rechtsanwälte, die sich spezialisiert haben auf Asylrecht. Das sehen wir auch in der Literatur, das habe ich jetzt auch hier in meinem Vortrag ausgearbeitet, da habe ich auch verschiedene Bücher gelesen, Kommentare gelesen. Ist sehr schwierig, weil die Schriftsteller, sag ich mal, die diese Bücher schreiben, diese Kommentare schreiben, das sind in der Regel Leute, die so ein bisschen, also das gut finden, sag ich mal, die das noch unterstützen wollen, die Asylbewerber. Und da können sie wirklich nachlesen, welche Tipps und Tricks es gibt. Gibt es ganz knifflige Sachen. Dass man dann das Richtige auch beantragt. Da gibt es tatsächlich richtig eine Beratung von Vereinen oder von Rechtsanwälten, die sich darauf spezialisiert haben. Auf den einen oder anderen Trick komme ich nachher gleich nochmal zurück. Das probiere ich nochmal. Bitte? Wenn Sie jetzt nicht zu viel beanspruchen, aber Sie haben ja immer noch einen sehr schönen Punkt gebracht. Was ich mich mal gefragt habe, es gibt eine extrem hohe Dunkelziffer, die an Illegalen quasi angenommen, zum Beispiel jetzt kommt ein junger 25-Jähriger aus Eritrea, der kommt, sagen wir jetzt mal, nach Deutschland und dann taucht er meistens, ist ja die Möglichkeit da, er kennt zum Beispiel Kumpels aus seinem Heimatland, Eritrea, und dann taucht er einfach unter. Also diese Dunkelziffer. Was kann man dagegen machen, dass jetzt meistens diese jungen Männer aus Nahost, Afrika, was kann man dagegen machen, dass sie untertauchen, beziehungsweise wie kann man die aufspüren und sagen, ihr seid, habt keinen Asylantrag gestellt, zurück nach Eritrea, was kann man machen? Das sind ja teilweise, also es gibt ja Schätzungen, die sagen, es sind Hunderttausende. Das ist natürlich ein Punkt, den Sie ansprechen, den könnte ich bei jeder Zahl anbringen. Wir haben ja vorhin die Zahl des EASY-Systems gehabt, also die Leute in Asylgesuch gestellt haben, dann haben wir die Zahlen der Asylanträge gehabt, aber im Grunde weiß kein Mensch, was eigentlich los ist auf deutschem Boden. Das weiß niemand, woher soll man es auch wissen? Wir sitzen heute Abend zusammen und wie viele LKWs mit menschlicher Fracht die Grenze überfahren? Keine Ahnung. EU-Außengrenzen werden nicht geschützt und wir wissen es einfach gar nicht. Man darf gar nicht drüber nachdenken. Ich habe dasselbe erlebt beruflich. Also ich war ja im Amtsgericht tätig und war dort im Familiengericht. Da hatte ich ja freier an Asylfront, wenn man so will. Und ich hatte dann zu tun mit den unbegleiteten minderjährigen Ausländern. Das habe ich gar keine Folie zu, aber das ist nochmal am Rand, ist auch so ein Begriff. Sie lesen immer von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Das war falsch. Auch nach dem Gesetz heißen die nur unbegleitete minderjährige Ausländer. Und da habe ich selber live erlebt. Das läuft dann so, dass diese Jugendlichen oder möglicherweise Jugendlichen, manchmal sind es ja auch tatsächlich Kinder, muss man ja auch sagen, dass die sich melden, die klopfen an der Tür beim Jugendamt, bei uns in Greifswald zum Beispiel, oder irgendwo in Deutschland und sagen, hier bin ich. Und das Jugendamt nimmt die erstmal in Obhut, müssen sie, sind sie verpflichtet. Das heißt, sie gehen erstmal los und in die Stadt und kaufen erstmal Sachen für sie. So, und dann kommen sie in eine Einrichtung. So. Und das ist halt der Zeitpunkt, wo ich ins Spiel komme als Familienrichter. Dann muss dann das Jugendamt sich bei mir beim Familiengericht melden, weil ich muss dann einen Vormund bestellen für das Kind oder für den Jugendlichen, also für den möglicherweise Jugendlichen, weil das Kind ja nicht handeln kann, rechtlich. Das ist wie bei deutschen Kindern, sage ich mal, wo es Probleme gibt mit den Eltern, wo man dann das Sorgerecht überträgt auf den Vormund und deshalb muss ich einen Vormund bestellen, der dann erst den Asylantrag stellt. Und es läuft dann so ab, das Jugendamt meldet sich dann bei mir als Familienrichter und sagt, bitte mach mal einen Termin, hört den Jugendlichen an und bestellt mal einen Vormund. Okay, ich kriege das auf den Tisch, mache einen Termin. Und dann habe ich das immer wieder erlebt, dass dann kurz vorm Termin das Jugendamt kurz sich meldet und sagt, Termin kannst du wieder aufheben. Das Kind oder der Jugendliche ist wieder verschwunden. Ja, ich frage dann, wie ist er eigentlich hergekommen, der Anhörung, die man durchgeführt hat? Viele führt man ja auch durch. Ich sage, das wissen Sie nicht. Der stand einfach vor der Tür und klopft an. So. Das heißt, er kann im Grunde auch noch bei 10 anderen Jugendämtern in Deutschland aufgekreuzt sein. Wie gesagt, die gehen erstmal los, shoppen erstmal mit denen. Decken erstmal ein. Es gibt so einen gewissen Anspruch erstmal auf Kleidung oder so, dass sie erstmal erst ausgestattet werden und dann ziehen sie weiter.
Das ist irre. Also man darf eigentlich gar nicht drüber nachdenken. Und wenn die erstmal registriert sind, werden sie zentrale Bundesland sozusagen also registriert als Kinder und Jugendliche. Aber bis zu dem Zeitpunkt, ich sag mal so, die kommen und gehen. Die kommen aus dem Nichts und gehen ins Nichts. Und wenn man überlegt, dass ja, klar, es gibt natürlich diese Verbrecher, sag ich mal, die eigentlich erwachsen sind, aber es gibt ja wirklich auch Kinder und Jugendliche, die schutzbedürftig sind. Ich bin ja noch Familienvater, sag ich mal. Wenn man überlegt, dass die Kinder, die wissen nicht, wie die da hingekommen sind, wo die plötzlich wieder verschwinden. Also es ist schon, man darf eigentlich nicht drüber nachdenken. Habe ich ganz oft erlebt. Ne? Das zum Thema unbegleitete minderjährige Ausländer. Und viel drastischer ist natürlich das Problem, worauf Sie hingewiesen haben, natürlich generell, sag ich mal, dass niemand weiß, wie viele Personen, welche Nationalität halten sich auf deutschem Boden auf. Woher soll man es auch wissen? Ne? Ich habe mal eine Frage. Ja, bitte, immer los. Entschuldigung. Wir haben ja auch Straßenkinder, also die schon immer länger hier leben. Was ist denn, wenn die jetzt im Jugendamt an die Tür klopfen? Kriegen die auch Klammern? Naja, also es werden natürlich alle Jugendlichen und Kinder versorgt. Es werden untergebracht und ausgestattet mit Kleidung, das schon, ja, ja. Mhm. Also die würden auch was bekommen. Ja, es wird natürlich kein Kind oder würde dort irgendwie erfrieren müssen. Oder. Mhm. Weil ich weiß, in Berlin, ich habe neulich mal eine Sendung gesehen, gelegentlich gucke ich noch Fernsehen, da haben sie eben gerade solche Leute gezeigt, die versorgen die Straßenkämpfer, die denen Kleidung bringen, Wärmedecken, was Tee abends, um sich aufzuwärmen. Und wie gesagt, rein theoretisch, warum sind die dann da? Wenn es doch diese Möglichkeit gibt, warum kann man die denn nicht wegholen? Das sind doch gar nicht so viele. Na, die werden schon untergebracht. Meinen Sie jetzt die Ausländischen oder nicht? Nee, ich meine uns. Ja, doch, also da gibt es schon auch Putzpflicht des Staates und da wird sich schon um gekümmert. Doch. Mhm. Damit hatte ich natürlich auch zu tun, in der Hauptsache. Ne? Also, ich wollte jetzt nur dieses Einflechten mit diesen unbegleiteten Minderjährigen Ausländern, weil ich das aus meiner eigenen beruflichen Erfahrung hatte. Ich hatte natürlich auch viele deutsche Kinder, natürlich. Ich hatte auch viele diese sogenannten Kindeswohlgefährdungsverfahren, hatte ich natürlich auch viel. Und da ist das Jugendamt schon verpflichtet, auch tätig zu werden, Obdach zu gewähren und so weiter. Müssen die schon machen. Dann gibt es natürlich den tatsächlichen Flüchtling. Ich meine, es gibt ihn ja auch wirklich, den Flüchtling. Ich habe mal die Gesetze noch dahinter geschrieben, können Sie natürlich auch wieder vergessen. Und für die nachlesen wollen, ist grundsätzlich so, Sie hören immer von der Genfer Flüchtlingskonvention, das ist alles transferiert worden, nationales Recht. Das heißt, die Vorschriften finden Sie 1:1 im Asylgesetz wieder. Und ein Flüchtling ist halt nur jemand, wenn eben das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge tatsächlich auch anerkannt hat oder den Status zuerkannt hat. Also Flüchtlinge ist sozusagen ein Status, ein rechtlicher Status, den sie zuerkannt bekommen müssen. Und das kann man gar nicht oft genug sagen. Von den politischen Mitbewerbern und von vielen Medien, bei denen sind sozusagen alle ausländischen Staatsbürger, die illegal über die Grenze kommen, Flüchtlinge. Und das ist halt sowieso falsch und das ist Suggestion. Weil man dadurch eine Schutzbedürftigkeit suggeriert, die sie oft gar nicht haben. Ich habe mal die Definition noch mit rangeschrieben. Ausländer, also Ausländer ist immer ein ausländischer Staatsbürger. Das käme theoretisch auch Staatenlose in Betracht, aber gut, wir können es jetzt nicht zu sehr verästeln. Der Furcht vor Verfolgung aus bestimmten Gründen hat. Sie haben den Flüchtlingsstatus nicht nur bei der staatlichen Verfolgung wie bei dem politischen Asyl nach Grundgesetz, sondern auch Verfolgung staatsähnlicher Organisationen. Aktuelles Beispiel zum Beispiel der Islamische Staat als staatsähnliche Organisation oder sogar nichtstaatliche Akteure. Also da können Sie eigentlich alles Mögliche anbringen, dass Sie von irgendwelchen Bevölkerungsmehrheiten verfolgt werden. Aus den genannten Gründen. Also es ist zusammengefasst, es ist weitergehender als das politische Asyl. Wichtig ist, dass Armut oder Naturkatastrophe keine Flüchtlingseigenschaft begründen. Also sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge sind halt gar keine Flüchtlinge, sondern hat man keinen Anspruch auf Anerkennung als Flüchtling. Gilt im Übrigen auch bei dem politischen Asyl. Sehr interessant, ich habe mal die statistischen Zahlen aus den letzten beiden Jahren mit herangeschrieben. Wir haben im Jahr 2015 über 137.000 Flüchtlinge gehabt, also dann die tatsächlich anerkannten Flüchtlinge.
Das sind 49% gewesen bei der Gesamtzahl der Entscheidungen. Also die Entscheidungsanzahl bezieht sich auf die Entscheidung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Alle Entscheidungen, die auf einen Asylantrag hin getroffen haben. Also ungefähr die Hälfte. Wir haben im Jahr 2016 viel mehr Flüchtlinge gehabt, die tatsächlich Flüchtlinge waren. Prozentual allerdings nur 37%. Und wenn man sich das vor Augen führt, dass praktisch alle, die irgendwie Ausländer sind und herkommen, Flüchtlinge sein sollen und dann eigentlich nur etwas mehr als ein Drittel tatsächlich dann Flüchtlinge sind, zeigt das eben, dass der Begriff falsch und suggestiv verwendet wird. Nochmals die Zahlen, kann jeder nachlesen, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, können Sie einfach auf die Internetseite gehen. Wird eigentlich alles brav Monat für Monat, Monatsstatistik veröffentlicht, aber wird irgendwie nicht weiter beachtet. Dann gibt es die Asylberechtigten. Also das eine sind die Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention, dann gibt es die Asylberechtigten, das bezieht sich auf die politisch Verfolgten nach dem Grundgesetz, also nach Artikel 16a. Wir haben am Anfang des Abends mal 1993 angesprochen, das Jahr mit über 400.000 Asylanträgen und in der Folge dann die Grundgesetzänderung, die damals einvernehmlichen Grundgesetzänderung, und das eines der wichtigen Punkte ist der sogenannte sichere Drittstaat, ein weiterer Begriff, den ich heute kurz erläutern möchte. Also es gibt schon nach dem Grundgesetz kein Asylrecht, wenn ich aus einem sicheren Drittstaat einreise. Hat jemand eine Vorstellung, sicher Drittstaat, was das bedeutet? Das heißt, wenn der Flüchtling meinetwegen jetzt ein Kurde, der in Türkei verfolgt wird, nach Griechenland kommt, ist er in einem sicheren Staat, weil Griechenland dann keine Kurden verfolgt. Aha. Wer legt das fest, was sichere Drittstaaten sind? Der Bundestag, glaube ich, aktuell der Bundesrat, hätte ich jetzt gesagt. Ja, also der deutsche Gesetzgeber, sage ich mal. Mhm. Okay, ja, im Prinzip gibt es halt eine Liste zum Asylgesetz, ein Anhang, da steht drin, wer ist sichere Drittstaaten sind, und sie haben die Situation in Deutschland, oder ich will mal anders fragen, kann man eigentlich in Deutschland einreisen, ohne einen sicheren Drittstaat zu passieren? Nein. Mit dem Flieger. Seeweg oder? Luftweg. Flug. Genau, sehr gut geantwortet. Es gibt praktisch nur noch, oder anders gesagt, auf dem Landweg gibt es keine Möglichkeit mehr, in Deutschland eigentlich legal einzureisen, so deutlich muss man es eigentlich sagen, weil wir komplett von sicheren Drittstaaten umgeben sind. Also einmal die EU-Staaten, auch Norwegen, Schweiz, zählen alles zu den sicheren Drittstaaten. Ich habe es rangeschrieben, Deutschland ist vollständig umgeben von sicheren Drittstaaten. An dieser Stelle, Eigenschaft, das hat damit nichts zu tun. Es geht nur um das politische Asyl nach dem Grundgesetz, gibt es keinen Asylanspruch. Aber eigentlich ist unser Recht so konzipiert, dass sie schon gar nicht einreisen dürfen. In § 18 Asylgesetz geregelt, dem Ausländer ist die Einreise zu verweigern, wenn er aus einem sicheren Drittstaat einreist. Das ist ganz interessant, das ist eine Pflicht des Staates, der Bundesrepublik Deutschland, an der Grenze, alle, die Asyl nachsuchen und über einen sicheren Drittstaat einreisen, zurückzuweisen. Wird das in der Praxis gemacht? Also ich habe letztens ja de Maizière wieder gehört, der hat gesagt, er macht Grenzkontrollen, also verlängert bis Mai. Hat er gesagt? Ja, funktioniert scheint's nicht. Was? Funktioniert scheint's nicht. Vielleicht macht das aber Grenzpunkt. Nein, ich sage zu dem Thema immer, ich finde so Halbwahrheiten sind für mich die schlimmsten Lügen eigentlich. Ja. Also er belügt das deutsche Volk, man kann es nicht anders sagen. Man wird regelrecht auf den Arm genommen, er stellt sich hin und sagt, die Grenzkontrollen werden verlängert. Was ist die Realität? Es gibt in Bayern, nur in Bayern und auch nur punktuell dort und auch nur zeitweise und auch nur stichprobenartige Grenzkontrollen. Die stehen da und winken mal das ein oder andere Auto raus. Aber es gibt praktisch keine wirksamen Grenzkontrollen. Schon gar nicht bei uns, sage ich mal, zu Polen hin, dort wo ich herkomme, gibt es überhaupt keine Kontrollen. Da können Sie Menschen reinschmuggeln, so viel wie Sie wollen. Das ist gar kein Problem. Also es gibt einfach keine Grenzkontrollen. Aber der Bundesinnenminister stellt sich hin und sagt, ich habe die Grenzkontrollen bis Mai verlängert. Das ist halt eine typische Halbwahrheit. Ne? Also der Bundesrepublik Deutschland verstößt damit täglich gegen nationales Recht. Wir brechen einfach Recht. Das interessiert niemanden. Das interessiert einfach niemanden. Das ist erstaunlich eigentlich. Können da im Rahmen der EU nicht solche, ich sag mal, vernünftigen Staaten wie Polen, Ungarn gegen Deutschland klagen?
Das ist eine Frage, glaubt er nicht? Das ist okay, weiß nicht, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Also gibt es sicher in der Grundlage, dass man Staaten auf die Einheit ihrer eigenen Gesetze. Also habe ich jetzt noch nicht gehört, weiß ich jetzt nicht. Glaube ich eher nicht. Bitte. Wie Erfolg ist denn der Geschichte in Schweden, der seine eigene Regierung wegen fahrlässiger Tötung angeklagt hat? Wer hat die angeklagt? In Schweden, anonym, also nicht anonym, das ist bekannt. Ich kenne den Namen jetzt nicht. Hat seine eigene Regierung angeklagt, aufgrund der fahrlässigen Tötung, die aufgrund der illegalen Einreise an Durchvergewaltigung und Mord. Wie viel Erfolg hat er denn? Ja, das weiß ich nicht. Die Anklage kenne ich nicht. Kann ich nicht zu sagen. Aber was in Deutschland mal die Diskussion unter Staatsrechtlern gibt es tatsächlich, ob ich gegen eine Bundesregierung vorgehen kann. Das ist ja damals die Geschichte vom ich glaube, der 5. September 2015 war es, glaube ich, die Geschichte mit Ungarn, als dann die Bundesregierung dort mit Ungarn und Österreich vereinbart hat, die Leute rüberzuholen, aktiv zu schleusen, sage ich mal. Da gab es schon Diskussionen auch unter Staatsrechtlern, ob man eine Bundesregierung verklagen kann. Ne? Weil die verletzt ja hier im Grunde bis auf den heutigen Tag geltendes Recht. Bitte. Bitte. Das wäre meine Frage gewesen, weil eigentlich, wir haben eine Regierung, zumindest mit einem Beamtenapparat, der ja massiv, zumindest Strafvereitelung im Amt macht und so weiter. Aber ja, Strafvereitelung im Amt, weiß ich jetzt nicht, kann ich natürlich nicht so aus der Luft schießen, aber im Prinzip, also Fakt ist jedenfalls, die Bundesrepublik verstößt ständig gegen geltendes Recht. Und ich weiß keine rechtliche Möglichkeit, wie sie sich rechtlich dagegen wehren, nur politisch, sage ich mal. Ne? Durch Abwahl. Wo ist dann die Gewaltenteilung? Dann haben wir doch gerade. Ja, sehr unbefriedigend, aber ich gebe Ihnen erstmal so die Situation wieder, wie es ist. Ja, das ist jedenfalls eine zeitliche Begrenzung, ist immer sinnvoll bei Machtausübung. Das ist einfach nur ein kleiner Exkurs. Ich will Sie wirklich nicht mit Gesetzesnormen heute langweilen, das wird viele nicht interessieren, aber eine Norm würde ich Ihnen doch sehr ans Herz legen in der politischen Diskussion, wenn Sie sich mit Bekannten oder Leuten auf der Straße unterhalten. Das ist der Paragraph 18 Asylgesetz. Medien erwähnen ihn einfach irgendwie gar nicht, das interessiert ihn nicht. Aber das ist einfach geltendes Recht. Eigentlich habe ich eine Einreiseverweigerungspflicht durch den Staat. Kennen Sie noch einen anderen Begriff außer sichere Drittstaaten? Es gibt noch so einen Begriff, der ähnlich heißt, aber fängt auch mit sicher an, der ist nicht zu verwechseln. Genau, es gibt noch die sicheren Herkunftsländer. Hat da jemand eine Idee, was das bedeutet? Herkunftsländer, in denen gar keine Verfolgung oder Krieg ist. Systematische Verfolgung. Ja, es ist keine Verfolgung, richtig. Und welche Bedeutung hat das? Wofür spielt das eine Rolle? Ja, dass sie rein theoretisch kein Anrecht auf Asyl haben oder auf einen Flüchtlingsstaat. Ja, im Prinzip so die Richtung geht es, genau. Sichere Herkunftsstaaten. Es gibt praktisch eine Vermutung, dass es keine Verfolgung gibt. Also im Kern eigentlich, was Sie gesagt haben, völlig richtig. Sichere Herkunftsstaaten hatten wir jetzt, die Diskussion ist, glaube ich, abgelehnt worden vom Bundesrat bezüglich der Maghreb-Staaten. Ich glaube, es waren Tunesien, Algerien, Marokko, glaube ich. Ne? Also, ich kann eigentlich immer nur den Kopf schütteln. Erstmal sowieso, weil es abgelehnt wurde, ist natürlich schon Blödsinn, aber die ganze Diskussion ist eigentlich auch, verstehe den Sinn gar nicht. Das sind eigentlich nichtige Bagatellen, über die groß diskutiert wird, ein großes politisches Fass aufgemacht wird, die eigentlich in der Realität gar keine Rolle spielen. Ja, wenn Sie sich mal die Zahlen angucken, ich habe es mal runtergeschrieben, wir haben 2015 2029 Asylberechtigte gehabt, das sind also Antragsteller, die politisches Asyl nach dem Grundgesetz gekriegt haben, das sind 0,7% der Entscheidungen des Bundesamts betrafen überhaupt das politische Asyl, also waren erfolgreich. Das ist das Nächste. Nee, das sind jetzt die Erfolgreichen. Das sind die 0,7%, die haben politisch Asyl tatsächlich gekriegt. Und jetzt geht es eigentlich darum, dass man das vielleicht noch ein bisschen reduziert. Ne? Und 2016 waren es nur 0,3%. Also 0,3% von allen Entscheidungen, die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge getroffen hat, betrafen das politische Asyl. Also positiv in dem Sinne, ne? Das politische Asyl. Das sagt uns, dass die Diskussion über sichere Herkunftsstaaten heiße Luft ist. Ja, das sind die großen Grundsatzdiskussionen von Grünen, SPD und so weiter. Nee, kann man nicht machen, sich Herkunftsstaaten.
Erstmal kann man die selbstverständlich zu sicheren Herkunftsstaaten erklären. Ich meine, wir fahren auch in Urlaub hin. Und, aber selbst wenn man es macht oder nicht macht, ist es eigentlich in der Praxis spielt es gar keine Rolle. Das, ich weiß auch nicht, ob die Journalisten, die darüber schreiben, das nicht wissen oder so, dass sie da so viel Aufhebens drum machen um die sicheren Herkunftsstaaten. Eigentlich kann man machen oder kann man nicht machen, wird unser Problem nicht lösen. Sie sollen das nicht wissen. Bitte. Sie sollen das nicht wissen. Die Journalisten. Ja, das ist immer so. Ich meine, ich bin jetzt kein Verschwörungstheoretiker. Gibt vielleicht solche und solche Journalisten. Manche sind, glaube ich, auch einfach, die wissen es einfach nicht besser oder haben Stress und haben sehen selber nicht durch. Ich weiß es nicht. Also so, wir haben also immer vier Punkte. Asylberechtigte, Flüchtlinge. Dritter Punkt, die sogenannten Subsidiärschutzberechtigten. Subsidiär deshalb, wenn das Bundesamt geprüft hat und festgestellt hat, jemand ist kein Flüchtling, kein Asylberechtigter, kann man trotzdem noch ein Asylrecht bekommen, wenn man der sogenannte Subsidiärschutzberechtigte ist. Subsidiär, wie gesagt, wegen der Nachrangigkeit. Das bekommt man dann, wenn im Heimatland ein ernsthafter Schaden droht. Freut sich jeder Jurist über solche Generalklauseln, kann man natürlich genüsslich darüber streiten, was jetzt ein ernsthafter Schaden ist. Die typischen Beispiele sind das Drohen der Todesstrafe oder Krieg. Ich sag mal, das sind so die typischen Syrer eigentlich im Moment, bei syrischen Fällen. So zur Statistik, welche Bedeutung hat das? Sie hat im letzten Jahr stark zugenommen. Wir hatten 2015 von allen Entscheidungen, die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge getroffen hat, hatten wir 1707 Fälle, in denen subsidiärer Schutz zugesprochen wurde. Das sind 0,6%. Aber letztes Jahr waren es 22%, 153.700. Die Bedeutung etwas zugenommen. Bitte. Ich habe mal eine juristische Frage. Es ist zwar ein Fall aus Österreich, aber so weit sind wir ja nicht weg. Da war ein Asylbewerber aus Afghanistan, der auch diesen Subsidiärschutz beantragt hat, weil er in Afghanistan eine Frau vergewaltigt hat und ihm die Todesstrafe aufgehoben. Jetzt hat er eine Straftat begangen. Das heißt, wir schützen mit diesem subsidiären Schutz einen Straftäter. Ja, na gut, aber da, grundsätzlich ja, aber da gibt es schon auch Ausschlussgründe. Also ich glaube, gerade solche Fälle von Verbrechen, da gibt es noch bestimmte Normen, die auch einen Asylanspruch dann ausschließen. Gibt es schon. Kenne ich jetzt den Fall nicht, bin ich immer sehr vorsichtig, so auf Hörensagen das zu beurteilen. Fakt ist jedenfalls, auch deutschem Recht gibt es schon für Straftäter, wenn man es natürlich weiß, überhaupt, was die Straftäter sind, sage ich mal so. Ne? Ich denke immer so, ich war nur jahrelanger Strafrichter, aber ich denke auch immer, die illegale Masseneinwanderung ist auch eine prima Gelegenheit, mein Strafregister auf Null zu bringen. Ne? Wenn ich ein langes Strafregister schon habe in meinem Heimatland, komme ich halt her und fange bei Null an, so ungefähr. Gut. Diesen Fall in Österreich kann ich nicht beurteilen. Es gibt aber auf jeden Fall für verurteilte Straftäter schon noch Ausschlussgründe für Asyl. Das gibt es schon. Ein großes Problem kommt ja dann erst noch, also wenn Sie die reinen Asylzahl haben, die wir jetzt immer statistisch auch schon heute gelesen haben, wer jetzt ein Flüchtling ist, wer Asylberechtigter ist, wer Subsidiärschutzberechtigter ist und auch wer von einem Abschiebungsverbot sozusagen gerettet wird. Die Zahlen, die wir haben, also wenn wir diese Rekordzahlen lesen, muss ich leider sagen, ist es damit auch noch lange nicht getan. Sondern das sind ja sozusagen Eintrittskarten dann für den Familiennachzug. Das heißt, wenn Sie einen ausländischen Staatsbürger haben, der einen Aufenthaltstitel hat, das heißt, der ist Flüchtling, der ist Asylberechtigter, Subsidiärschutzberechtigter oder hat ein Abschiebungsverbot, dann gibt es ein Nachzugsrecht von bestimmten Familienangehörigen, Ehegatten, minderjährigen Kindern und so weiter. Es ist verschieden ausgestaltet, je nachdem welchen Status Sie haben. Sie haben, ich habe das mal ein bisschen zusammengefasst, bei Asylberechtigten, also das sind die politisch Asylberechtigten, bei Flüchtlingen und Subsidiären, haben Sie eigentlich das Gleiche wie deutsche Staatsbürger. Das heißt, Sie können dann die Familienangehörigen, also bestimmte Familienangehörige nachholen. Und damit sind wir wieder im Ausgangsthema, Umgehung des Aufenthaltsrechts sozusagen. Sie müssen dann keine Wohnung nachweisen, Sie müssen keinen sicheren Lebensunterhalt nachweisen. So im Kern. Das ist jetzt alles sehr stark vereinfacht, zusammengefasst, sage ich mal. Aber im Kern ist es so.
Interessant ist, ich habe mal ein bisschen, also aktualisiert den Vortrag natürlich auch immer, und die letzte Diskussion, haben Sie bestimmt mitbekommen, betrifft die Subsidiarschutzberechtigten, weil das in Syrien betraf. Da gab es eine große politische Diskussion, wie man das einschränkt. Herausgekommen ist eigentlich gar nichts. Also sie haben es praktisch gar nicht eingeschränkt, wenn ich es mal so zusammenfassen darf. Es ist eine Regelung jetzt aufgenommen worden, dass, ich habe es mal rangeschrieben, also es gibt bis zum 16. März nächsten Jahres keinen Familiennachzug für die Subsidiärschutzberechtigten, aber das auch nur, wenn die Aufenthaltserlaubnis, also die subsidiäre Schutz, nach dem 17. März 2016 erteilt wurde. Fragen Sie mich nicht, wie die jetzt darauf gekommen sind. Aber der Witz ist, können Sie auch vergessen, weil Sie können dann den 16.03.18 abwarten. Und dann können Sie immer noch einen Antrag stellen. Also auch diejenigen, die jetzt keinen Antrag auf Familiennachzug stellen dürfen, können diesen Familiennachzugsantrag nach dem 16.03. nächsten Jahres stellen. Also es gibt praktisch gar keine Einschränkung auf Deutsch gesagt. Da muss man erstmal drauf kommen, ist ganz versteckt im Paragraph 103 oder 104 Absatz 13. Irgendwie kann man das dann mal so nachlesen im Aufenthaltsgesetz. Verstehen viele Journalisten dann auch nicht oder haben keine Zeit, sich damit zu beschäftigen. Wenn man das auch nachliest im Gesetz, das sind lauter Verweisungen auf andere Normen, man muss dann ständig auch andere Sachen lesen, bis man das mal begriffen hat, worum es eigentlich geht. Ne? Also die ganze politische Diskussion hat nichts gebracht, Sie können sich eigentlich nur merken, es gibt keine Beschränkung des Familiennachzugs im Moment, außer diese kleine zeitliche Verzögerung. Das ist der Stand. Nach der Wahl, bis 16. 18. Ja gut, okay, stimmt. Das ist schon, genau. Ja. No. Das ist halt auch so einer der Gründe dieses Vortrags, dass es immer so viel politische Diskussionen gibt von den anderen Parteien oder auch so von den Journalisten und von den Medien, sodass der Bürger so einen Eindruck bekommt oder bekommen soll, es tut sich irgendwas. Aber es tut sich nichts, das kann ich Ihnen versichern. Ne? Wir sehen es hier. Es wird viel, jetzt gerade vor der Bundestagswahl, viel Aktivität vorgetäuscht. Und wenn Sie da mal ganz nüchtern gucken, was ist jetzt tatsächlich Fakt, kommt nichts mehr raus. No. Wenn Sie nicht Flüchtling sind, nicht Asylberechtigter und nicht Subsidiärschutzberechtigter und nur ein Abschiebungsverbot haben, da gibt es tatsächlich, oder gab es schon immer, eine gewisse Beschränkung des Familiennachzugs. Dort ist ein Familiennachzug nur aus völkerrechtlichen oder, da haben wir wieder das Zauberwort, humanitären Gründen möglich oder zur Wahrung der Interessen Deutschlands. Fragen Sie mich jetzt nicht, was das sein soll. Auch humanitäre Gründe hatten wir vorhin schon bei den Abschiebestopps der Afghanen. Kann ich Ihnen auch nicht sagen, humanitäre Gründe. Das ist halt im Grunde nichts anderes als Willkür, was Sie da machen. Das sind politische Entscheidungen, wo Sie dann als je nach Bundesland entscheiden können, was Sie machen. Ist eigentlich verfassungswidrig, meiner Meinung nach, weil das unbestimmt ist. Ne? Das ist ein unbestimmter Gesetzesbegriff. Bei einer wesentlichen, gibt es einen sogenannten Wesentlichkeitsvorbehalt im Grundgesetz. Das heißt, die wesentlichen Dinge müssen im Gesetz festgelegt sein und dürfen nicht der Exekutive überlassen werden, und hier wird das der Exekutive überlassen. Das heißt, es wird Gesetzgebungsrecht übertragen auf die Verwaltung, auf Deutsch gesagt. Wichtig ist so zu merken, dass eben, wenn Sie diese vier Dinge hören, Flüchtling, Asylberechtigter, Subsidiärer oder halt ein Abschiebungsverbot, dass beim Familiennachzug, beim reinen Abschiebungsverbot ein bisschen das eingeschränkt ist oder erheblich eingeschränkt ist im Ergebnis. Früher gab es noch die sogenannten Kontingentflüchtlinge. Diesen Begriff gibt es jetzt gesetzlich eigentlich nicht mehr, taucht manchmal noch so auf. Das bedeutet, dass Ausländer oder eine bestimmte Gruppe von Ausländern eine Aufenthaltserlaubnis bekommen. Es wird kein Asylverfahren durchgeführt, das ist einfach auch eine politische Entscheidung. Ich habe jetzt als aktuelles Beispiel, habe ich eigentlich gar keins gefunden. Ich weiß früher, ich habe es mal eingeschrieben, dass Juden aus der ehemaligen Sowjetunion davon mal betroffen waren, aber aktuell weiß ich jetzt nicht. Nur wenn dir dieser Begriff mal unterkommt, bin ich Kontingentflüchtling, gibt es eigentlich gesetzlich nicht mehr. Bitteschön. Handhabt die USA das nicht heutzutage noch so, dass sie einfach eine gewisse Zahl aus unterschiedlichsten Ländern aufnehmen ohne weitere Prüfung?
Damit sind wir bei der Frage der Obergrenze so als Stichwort in der politischen Diskussion. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, wie die USA das genau handhaben, aber ich kann Ihnen nachher sagen, wie wir das handhaben könnten. Kommen wir noch darauf zurück. Dann also die gerade erwähnten Abschiebungsverbote sind jetzt nicht so sehr praxisrelevant. Ich will Ihnen das nur der Vollständigkeit halber nochmal sagen. Also wenn die Folter droht, zum Beispiel, oder bei dem Absatz 7, wenn eine konkrete Gefahr besteht, Beispiel wäre zum Beispiel eine schwere Krankheit und kein effizientes Gesundheitssystem im Heimatland. Das sind so Beispiele, die bei diesen Abschiebungsverboten eine Rolle spielen. Ich habe Ihnen auch mal die Zahlen dafür an die Wand geworfen. 2015 betraf das nur 0,7% aller Entscheidungen des Bundesamts und 2016 3,5%. Lassen Sie so gerne an, wo das geregelt ist. Bitte. Ich glaube, das ist gar nicht geregelt. Ja, kleine Fangfrage, genau. Das ist nämlich gar nicht geregelt. Die Folie ist eigentlich sehr schnell abgearbeitet, aber ich muss es natürlich erwähnen. Das Kirchenasyl sieht die Rechtsordnung nicht vor. Das ist so aus historischen Gründen, hat sich das so eigentlich entwickelt. Heute ist es so, dass der Staat das Kirchenasyl duldet. Es gibt eine Vereinbarung zwischen dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und Kirchenvertretern, die gesagt haben, naja, der Staat macht nichts, es gibt Einzelfallprüfungen. Ist ganz interessant, wir hatten gerade eine kleine Anfrage im Landtag Mecklenburg-Vorpommern gestellt. Ich wusste gar nicht, wir haben tatsächlich auch 32 Fälle in Mecklenburg-Vorpommern, wobei die Landesregierung auch nur geschrieben hat, das sind Fälle, die ihnen gemeldet wurden. Das heißt, die wissen jetzt nicht genau, ob es vielleicht auch mehr gibt. Ich habe dann auch in meinem eigenen Wahlkreis in Anklam auch festgestellt, dass es da 5 gibt, was eine gewisse Ironie hat, dass die Kirchengemeinde dort 5, das waren sogar aus Russland, 5 aus Russland, wird dort Kirchenasyl gewährt. Ich habe mir gleich meine Mutter erstmal angerufen, dass sie diesen Gemeindekirchenrat, was die da machen. Aber da will sie mit mir nicht drüber sprechen. jedenfalls ist das auch gar nicht so aufgefallen, das ging auch gar nicht so durch die Medien, was da eigentlich los ist. Ich habe dann gleich die nächste kleine Anfrage hinterher geschossen, habe dann gesagt, jetzt will ich mal wissen, seit wann sind die da und wer ist das und warum sind die da und warum ist der Asylantrag abgelehnt worden und so weiter und so fort. Da wollen wir dann nochmal so ein bisschen dranbleiben. Ich habe jetzt auch gelesen von Bayern zum Beispiel, dass die Staatsanwaltschaft da auch die erste Strafverfahren einleitet gegen Kirchenfunktionäre. Ne? Wegen, ich weiß gar nicht, Verstoß gegen, gibt es irgendwelche Straftaten im Aufenthaltsgesetz, wenn man das irgendwie verhindert, ich weiß nicht genau, wie das genau heißt, aber jedenfalls gibt es also Straftaten. Da bleiben wir auf jeden Fall dran, weil wir das natürlich strikt ablehnen. Ich bin selber auch gläubiger Mensch, sag ich mal, aber es gehört eigentlich zu den Grundregeln sowohl des Christentums als auch des Judentums, dass man die nationalen Gesetze in den Ländern, in denen man lebt, respektiert, dass man danach lebt. Das ist eigentlich auch so, selbst wenn man religiös ist, ist es so. Und ich sehe jetzt in Deutschland auch keinen Fall, keinen Grund, davon abzuweichen, weil hier droht niemandem irgendwie sonst was Schlimmes, dass man auch Kirchenasyl hier gewähren muss wie im Mittelalter oder so, wo die Leute wirklich reingegangen sind, weil sonst irgendwelche wilden Truppen in der glauben, sie sollten totgeschlagen haben oder so. Das ist ja völlig absurd. Sondern die Leute, die im Kirchenasyl sind, die haben ja schon das Verfahren absolviert. Oder, was wahrscheinlich, habe ich gehört, der Hauptgrund auch mitunter ist, dass die, jetzt wird das vielleicht ein bisschen kompliziert, dass die noch gar keinen Antrag gestellt haben. Hat jemand noch eine Idee jetzt für die ganze, also wer das weiß, das ist aber schon jetzt vertieftes Wissen. Wer eine Idee hat, warum machen Kirchenasyl mitunter? Einmal um die Abschiebung zu verhindern, so einen Fall hatte ich auch schon mal in Wolgast bei mir in der Nähe, in Vorpommern auch, ganz normaler Fall. Das sind halt die Fälle, wo ich wirklich meine, auch aus religiöser Sicht gibt es überhaupt gar keinen Grund, das zu tun, weil ja das Bundesamt ja in den Fällen schon alles geprüft hat. Das Bundesamt hat gesagt, pass auf, du bist kein Flüchtling, du bist kein Asylberechtigter, du hast, dir droht gar kein Schaden in der Heimat, es gibt kein Abschiebungsverbot. Nur das sind ja die Fälle, die abgeschoben werden sollen, ne? Und wo nichts, gar kein Schutzgrund vorliegt, da muss die auch nicht mehr in der Kirche schützen. Aber es gibt noch einen rechtlich raffinierteren Fall des Kirchenasyls, welchen Zweck das hat. Haben Sie eine Idee? Wer? Wenn es in die Kirche geht. Wer bekommt Geld? Die Kirche an sich. Das ist, glaube ich, nicht. Der Flüchtling, der natürlich auch da findet, bekommt er eine Art Unterstützung? Nee, also das ist so, also wir hatten vorhin das Asylbewerbungsgesetz,
wenn der Aufenthaltstitel weg ist, gibt es auch kein Geld mehr. Nee, nee, also das glaube ich auch nicht. Ich glaube schon, dass das Überzeugung ist, wenn die das machen. Das würde ich nicht behaupten, dass sie da, das ist so, die denken wirklich, dass sie was Christliches tun. Das glaube ich schon. Aber es gibt einen Grund, weshalb auch manche Kirchen Asyl gewähren. Und zwar, dann sage ich es, und zwar hat das was mit dem Dublin III Abkommen zu tun. Haben Sie das schon mal gehört? Hat jemand eine Idee, worum geht es da, so im Kern? Dublin III Abkommen? Sie erkennt, sagen? Das ist doch das für diese sicheren Drittstaatenregeln, die in Deutschland sozusagen abschirmt, bei Erunterung. Hängt alles miteinander zusammen, das ist ein Teil des EU-Asylrechtssystems, das besagt vieles, sage ich mal, aber im Kern sagt das Dublin III Abkommen, dass wenn der Asylbewerber in Griechenland, Griechenland ist jetzt ein schlechtes Beispiel, in Italien ankommt, Griechenland ist ja gerade ausgenommen worden davon, in Italien ankommt, muss er da auch einen Asylantrag stellen und muss dort das Asylverfahren durchführen. Das ist so ganz vereinfacht der Kern des Dublin III Abkommens. Aber nun gibt es nur eine folgende Situation, wenn der Ausländer sozusagen in Deutschland irgendwie reinkommt, dann prüft Deutschland erstmal seine nationale Zuständigkeit, prüft halt, ist das ein Fall von Dublin III. Das ist natürlich nicht so leicht festzustellen, weil man weiß ja nicht, wo der eigentlich zuerst europäischen Boden betreten hat. Das wird der auch nicht sagen. So, das heißt, die deutschen Behörden, theoretisch ist das ein Fall von Dublin III, müsste eigentlich irgendwohin zurückgeführt werden, Dublin III. Es gibt so ein kompliziertes Verfahren, dass man jetzt einen anderen Staat des Dublin III-Abkommens sozusagen anruft und dann mit dem vereinbart, pass auf, Person X wird zurückgeführt. Aber man weiß ja gar nicht, wohin. Man weiß ja nicht, woher er gekommen ist und so weiter. Und sie wissen die Identität gar nicht. Dann können sie mit dem eigentlich gar nichts machen. Und dann gibt es so eine Regelung, und das ist halt der Grund des Kirchenasyls, oder in einigen Fällen, wenn der Ausländer 6 Monate sich hier in Deutschland aufgehalten hat, dann kann das Deutschland selber sozusagen durchführen. Dann wird eine Zuständigkeit Deutschlands begründet, das Asylverfahren durchzuführen. So, und das versuchen Kirchgemeinden, dass sie sagen, okay, wir bunkern dich jetzt mal für ein paar Monate und wenn du deine 6 Monate hier abgesessen hast, dann kannst du erst hingehen zum Amt und den Asylantrag stellen. Ohne dass jetzt eine Zurückführung zum anderen Dublin III-Staat droht. Ja, das ist diese, Sie haben es gesagt, mit den Tipps, das ist diese Vereine oder diese Kirchgemeinden, Vereine, Rechtsanwälte, die sind extrem gut informiert und organisiert. Die wissen genau schon Tricks, wie man im Asylrecht in Deutschland, wie man so zurechtkommt. Ne? Das heißt, das ganze europäische Asylsystem funktioniert überhaupt nicht. Dublin III funktioniert nicht, wird missachtet. Und deshalb ist auch die Grundlage eigentlich, es gibt keine europäischen Grenzkontrollen, und deshalb auch die Grundlage von Schengen weggefallen. Eigentlich müsste man da austreten aus diesen ganzen Verträgen, weil das funktioniert einfach alles gar nicht. Ne? Gut, also das ist Kirchenasyl, einer der Gründe. Ein bisschen raffiniert, aber die Unterstützer wissen das, wie das geht. Bitte. Wie muss man sich das vorstellen? Sitzen die dann wirklich 6 Monate quasi in der Kirche oder zählt Kirchenbesitz, zählt der Besitz von ja. Nee, also ich weiß natürlich nicht, wo die jetzt immer sitzen, aber ich weiß, in meinem Fall, den ich mal hatte in Wolgast, da bei mir in Vorpommern, da hat die Kirche eine Wohnung. Die haben da für Immobilien und die haben auch nicht gesagt, wo das ist. Ne? Da haben wir natürlich streng geheim gehalten. Das ist nicht so, man denkt immer so, sitzen schlafen im Schlafsack auf einer Kirchbank. Nee, das ist dann schon irgendwo, ne? Eine Räumlichkeit. Ja, das ist ein Kirchenasyl. Da bleiben wir natürlich dran. Ich habe dann zum Beispiel auch mal gefragt, es gibt diese Vereinbarung zwischen Bundesamt und Kirchen, da habe ich dann mal eine kleine Anfrage mal gefragt. In der Vereinbarung heißt es, naja, die Landesregierung sieht keinen Handlungsbedarf, aber das Bundesamt macht immer eine Einzelfallprüfung in jedem Fall. Und die Kirche muss ein Dossier vorlegen. Da habe ich dann gleich mal gefragt, bei meinen Fällen Anklam, ob die Kirche ein Dossier vorgelegt hat. Ich glaube es ja nicht. Und was dann bei der Einzelfallprüfung herausgekommen ist, da bin ich ziemlich sicher, dass sie das gar nicht gemacht haben. Und da werde ich noch ein bisschen Spaß haben, da werde ich noch mal dranbleiben. Kann man die eigentlich gut vorführen, ne? Weil kommen sie nicht raus aus der Nummer. Haut einfach nicht hin. Haut vorne und hinten nicht hin. Also einfach zu merken, Kirchenasyl gibt es nicht rechtlich. Das ist einfach im Grunde wieder ein Rechtsbruch. Ne? Dass die Exekutive, also die Verwaltung, hier das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, einfach selber Recht setzt
obwohl für die Rechtsetzung die Legislative, die Gesetzgebung zuständig ist, in einem demokratischen Staat mit Gewaltenteilung und nicht die Exekutive. Die Verwaltung soll ja nur die Gesetze der Legislative ausführen. Ne? Weil die Legislative wird vom Volk gewählt und darf die Gesetze machen und die Exekutive soll die Gesetze ausführen. Und hier entscheidet die Exekutive, die Regierung und das Bundesamt selber, wer halt hier bleiben darf. Haut auch nicht hin, zum Rechtsstaat nicht vereinbar. Ach, damit bin ich auch schon bei der Zusammenfassung. Ich habe Ihnen ja die Statistik für die erfolgreichen Anträge an die Wand geworfen und will auch nicht vorenthalten die erfolglosen Anträge. Ich habe mal die Zahlen für 2015 an die Wand geworfen. Da waren 141.811 Asylanträge erfolglos. Das waren 50% ungefähr, also die Hälfte. Bei der Gesamtzahl der Entscheidungen 2016 waren es dann nur noch 38% Erfolg, waren 38% erfolglos. Ne? 261.813. Das heißt, bei diesen Antragstellern gab es kein politisches Asyl, keine Flüchtlingseigenschaft, keinen Subsidiärenschutz und keine Abschiebungsverbote. Diese vier Punkte werden immer geprüft. Die waren dann erfolglos. Was aber, ich glaube, einer von Ihnen hat es vorhin auch schon gesagt, leider halt oft auch nicht dazu führt, dass der Aufenthalt beendet wird. Er wird tatsächlich illegal, weil der Aufenthaltstitel wegfällt. Nach langen Prüfen des Bundesamts, nach eventuell langen Verfahren vor den Verwaltungsgerichten, die Leute sind dann hier illegal, sind verpflichtet, selber auszureisen. Es gibt auch Geld für Ausreisen, es gibt Unterstützungsprogramme, dass man den Flug bezahlt bekommt oder einen kleinen Geldbetrag noch für die Existenzgründung im Heimatland. Finde ich auch immer sehr interessant, dass man belohnt wird, wenn man seinen Rechtspflichten nachkommt. Ich will eigentlich auch mal Geld kriegen, wenn ich ein Jahr lang nie zu schnell gefahren bin. Muss man ja auch mal die Idee haben, ob ich auch für das Einhalten meiner Rechtspflichten Geld kriege, eine Belohnung. Muss man ja auch mal einführen, aus Gründen der Gleichbehandlung. Diese Leute sind verpflichtet auszureisen, fertig. Da haben sie kein Geld mehr für zu bekommen eigentlich. Ne? Aber das muss man auch im Hintergrund haben, wenn diese Abschiebung immer so als brutal bezeichnet wird. Ich finde sie persönlich, die können natürlich schon menschlich hart sein, weil die Leute sind natürlich schon jahrelang hier. Wir sind immer wieder beim Dreh- und Angelpunkt der Grenzkontrollen, sage ich mal. Wenn es hätte einfach viele gar nicht reinlassen dürfen, dann haben wir hinterher auch nicht das Problem mit den Abschiebungen, die sehr teuer sind einfach auch. Ne? Und auch da kann man sich leicht drücken durch Krankmeldungen oder runtertauchen, sag ich mal. Ne? Also wenn Sie jetzt lesen, dass 261.813 Anträge erfolglos waren, müsste man nochmal überprüfen, wie viele dann wirklich ausgereist sind. Das heißt noch lange nicht, dass sie dann auch wirklich ausgereist sind, will ich dann nur sagen. So, zweite Zusammenfassung. Der Begriff Flüchtling wird oft sachlich falsch und suggestiv verwendet auf alle ausländischen Staatsbürger, die hier illegal die Grenze übertreten. Das ist eigentlich der Kernpunkt. Ich hoffe, dass Sie das heute mitnehmen aus dem Abend, dass Sie vielleicht selber auch darauf achten, eben nicht mehr von Flüchtlingen zu reden, wenn es gar keine Flüchtlinge sind, sondern einfach von illegalen Einwanderern, sage ich mal, so im Kern, so am Anfang jedenfalls, bevor man das Asylverfahren kommt oder nach dem Asylverfahren oder von Asylbewerbern von mir aus. Punkt C, Resümee des Abends, geltendes Recht muss angewandt werden. Das sind einmal die Grenzkontrollen, ich erinnere an die Einreiseverweigerungspflicht des Staates. Auch dieser Pflicht kommt die Bundesrepublik Deutschland nicht nach. Macht einfach, dafür müsste sie Grenzkontrollen machen, flächendeckend, die sie bekanntlich nicht macht. Was kann man also tun? Vielleicht als letzten Punkt, als allerletzten Punkt. Man kann natürlich vieles machen, ich habe nur mal so ein paar Punkte aufgeschrieben, die ich für wichtig halte. Eine Möglichkeit ist natürlich grundsätzlich, was wir als AfD fordern, dass man Kompetenzen von der EU zurückholt. Gibt sich hier schon allein im Asylrecht daraus, dass es in der EU überhaupt nicht funktioniert, dass man sagt, dass die Bundesrepublik Deutschland selber entscheidet, wem sie ein Aufenthaltsrecht gewährt und wem nicht. Beispiel sind die sogenannten subsidiären Schutzbedürftigen. Das ist eine Erfindung der EU, muss man nicht machen, weil das ja Leute sind, die gar keine Flüchtlinge sind oder keine politisch Verfolgten.
einmalig in Deutschland ist auch diese Dualität zwischen von politischem Asyl und Flüchtlingseigenschaft. Das heißt, Deutschland ist das einzige Land in der Welt, in dem es überhaupt einen einklagbaren individuellen Anspruch gibt auf politisches Asyl. Ja, dass sie hier hingehen zum Staat und sagen, ich verlange politisches Asyl und wenn ich es nicht bekomme, gehe ich vor Gericht. Kann man im Prinzip abändern, haben wir 1993 erlebt. Gab es dann auch Diskussionen, ob das alles so geht. Von der Verfassung her, das Bundesverfassungsgericht entschieden, Artikel 16a, das politische Asyl unterliegt nicht der Ewigkeitsgarantie. Es gibt im Grundgesetz bestimmte Dinge, die können Sie nicht ändern. Das ist die sogenannte Ewigkeitsgarantie. Sag ich mal, die Grundrechte, Gewaltenteilung, so ein paar Sachen, Rechtsstaatlichkeit. Aber der Artikel 16a Grundgesetz gehört nicht dazu. Die können Sie also beliebig ändern, so wie es 1993 ja auch geschehen ist. Könnte man auch ganz abschaffen, könnte man auch rechtlich. Hat ja, wie gesagt, auch praktisch gar keine Relevanz mehr. Es reicht ja eigentlich, wenn man die weitergehende Flüchtlingseigenschaft anwendet und die prüft. Der entscheidende Unterschied ist, hat da jemand eine Idee, was der entscheidende Unterschied rechtlich zwischen Asyl und Flüchtlingseigenschaft? Wir haben ja gesehen, die Flüchtlingseigenschaft geht weiter, also bei politischem Asyl nur staatliche Verfolgung, Flüchtlingseigenschaft kann ich einfach von irgendwelchen anderen Gruppen auch verfolgt werden, Terrorgruppen oder so. Was ist noch ein wesentlicher Unterschied? Hat jemand die Idee? Ist auch etwas, was in der politischen Diskussion nie erwähnt wird. Ist mir selber passiert in der Podiumsdiskussion. Ich habe ja im Wahlkampf viel Podiumsdiskussionen geführt und einmal meinte der eine von der SPD, als ich dann sagte, naja, man müsste ja mal ein bisschen gucken, ob das alles so richtig ist, wie es hier läuft mit dem Asyl und so weiter. Und dann sagte er, naja, aber das Grundgesetz wollen Sie doch wohl noch einhalten, meinte er so zu mir. Zeigte mir im Grunde ja nur wieder, dass er keine Ahnung hatte, weil das mit dem Grundgesetz hier eben gar keine Rolle spielt. Denn der entscheidende Unterschied ist folgender. Bei der Genfer Flüchtlingskonvention ist nur ein sogenanntes institutionelles Recht. Das bedeutet, wenn der syrische Staatsbürger nach Deutschland kommt, kann der syrische Staat nicht von Deutschland verlangen, gib mir bitte diesen syrischen Staatsbürger wieder raus. Das ist ein zwischenstaatliches Recht. Es ist kein individuelles Recht des Flüchtlings, dass er sagt, nun Deutschland, gib mir Flüchtlingsschutz. Schutz kann er nur verlangen, sozusagen, dass er direkt, wenn er aus unmittelbarer Gefahr raus ist, weiß man sich, so ein Flüchtlingslager in Syrien oder so, dass ihm da geholfen wird, aber er hat keinen Anspruch gegen die Bundesrepublik Deutschland. Anders als Artikel 16a des Grundgesetzes. Das ist der wesentliche Unterschied. Das führt mich schon zum nächsten Punkt. Das bedeutet, Stichwort in der politischen Diskussion ist die Obergrenze. Da stellt sich Frau Merkel und sagt, das geht ja rechtlich gar nicht. Auch sie hat wiederum keine Ahnung. Oder die interessiert sich ja sowieso nicht unbedingt so sehr für das Recht, das wissen wir. Sie sagt tatsächlich, Obergrenze rechtlich gar nicht möglich, weil ist ja nun mal ein grundgesetzlicher Anspruch. So hat sie argumentiert. Gut, das haben wir heute gelernt, auch das ist Blödsinn, weil es geht gar nicht um das politische Asyl nach Artikel 16a des Grundgesetzes, es geht im Wesentlichen bei den meisten Zahlen um die Flüchtlinge nach Genfer Flüchtlingskonvention. Und die können sie begrenzen, wie sie wollen, weil kein Flüchtling auf der Welt hat das Recht, nach der Genfer Flüchtlingskonvention sich ein Land auf der Welt auszusuchen, in das er einreisen möchte. Ja, er hat nur das Recht, nach der Flüchtlingskonvention geschützt zu werden, aber nicht ein weltweites Reiserecht. Das gibt es einfach rechtlich gar nicht. Von daher ist das auch rechtlich falsch, was Frau Merkel sagt, wenn sie sagt, Obergrenze ist rechtlich gar nicht möglich, wegen des grundgesetzlichen Anspruchs. Klar, grundgesetzlicher Anspruch, der ist erstmal so, wie er ist, aber selbst den könnten Sie, wie ich vorhin sagte, ändern. Der ist änderbar. Wie 1993, als die Sache mit den sicheren Drittstaaten eingeführt wurde, als eben gesagt wurde, es gibt kein politisches Asyl, wenn ich aus einem sicheren Drittstaat einreise. Was ja im Grunde bedeutet, es gibt überhaupt kein Asyl mehr eigentlich. Ne? Man wundert sich eigentlich, dass überhaupt noch Leute politisches Asyl kriegen. Eigentlich verstehe ich das gar nicht so richtig. Aber ein paar schaffen es, weiß nicht, ob die vom Seeweg kommen oder so. Jedenfalls, Obergrenze lassen sich nicht ins Boxhorn, jahresrechtlich auf jeden Fall möglich und ja, mit Sicherheit auch sinnvoll. Bitte schön. Der Flüchtling, wie lange ist
ein Syrer, meinetwegen, ein Flüchtling, ist ja, in der Türkei ist es sicher noch ein Flüchtling. Ja, das ist gut, dass Sie nachfragen. Fragen Sie ruhig immer nach, wenn das zu schnell geht. Ob er tatsächlich ein Flüchtling ist. Also er ist auf jeden Fall eigentlich kein Flüchtling mehr, wenn er, sag ich mal, in Österreich ist. Ich meine, warum soll ich aus Österreich fliehen? Ja. So ist ja die Theorie. Die Theorie ist ja eigentlich so, dass ich dort zuerst meinen Asylantrag stellen muss. Asylantrag heißt umfassend auch Flüchtlingsantrag, wenn man so will. Und dort, wo ich zuerst reinkomme, sicheres Land des Dublin-III-Abkommensbereichs, wird eigentlich geprüft, ob ich flüchte. Theoretisch müsste das in Italien eigentlich schon passieren, sag ich mal, wenn die da einreisen. No? Da es aufgrund von formalen Kniffen nicht passiert, kommen die halt nach Deutschland. Das ist so ein bisschen, was ich sagte, mit der Frist, oder wenn man nicht weiß, wo die herkommen, ich kann die nicht zurückführen. Können die halt hier einen Antrag stellen und werden dann hier auch als Flüchtling anerkannt. Das ist tatsächlich verwirrend, Sie haben völlig recht. Deshalb politisches Asyl nach Artikel 16a dürfte es eigentlich, oder ist es ja auch tatsächlich so, gibt es praktisch fast ja gar nicht mehr. Ja, es geht nur noch um die Flüchtlingseigenschaft nach Genfer Flüchtlingskonvention. Die Flüchtlingseigenschaft ist ja weiter gefasst. Richtig. Also den Artikel 16 kann man ja fast streiten schon. Sag ich ja. Genau. Das ist genau richtig. Deshalb diese ganzen Heeren, das ist ja mal so diese Heeren Grundgesetzdiskussionen, die sie in dieser Problematik haben, die sind alle Pseudodiskussionen. Weil die in der Praxis gar keine Rolle mehr spielen. Das ist auch, wenn Sie mal so ein Buch sich kaufen zum Flüchtlingsrecht, das sagt auch die Literatur, wie gesagt, diese Leute, die diese Bücher schreiben, sind ja Leute, die unterstützen, der Asylbewerber. Die sagen, ja, vergesst Artikel 16a, es geht nur noch um die EFK, um die Genfer Flüchtlingskonvention. Es ist tatsächlich werden. Bei diesem Punkt, das ist ja wie gesagt meine letzte Folie, da bin ich auch fertig. Geht es ja darum, was man jetzt noch ändern könnte. Aber ich behaupte, wir hätten eigentlich schon fast kein, auf jeden Fall viel, viel weniger Probleme, wenn wir einfach das geltende Recht einhalten würden. Dann hätten wir schon viel weniger Probleme. Das ist sozusagen jetzt, was kann ich zusätzlich machen, um dem Problem Herr zu werden. Und deshalb sind so ein bisschen Pseudodiskussionen. Wenn die CSU mit ihrer Obergrenze mehr kommt, dann sollen die bitte schön erstmal die Gesetze einhalten, die wir haben. Dann hätten wir schon mal viel gewonnen. Trotzdem ist es rechtlich möglich, und das war mir wichtig, dass ich das heute nochmal so darstelle, aus welchen Gründen es möglich ist, dass Sie auch vielleicht Argumentationshilfen haben. Nochmals aus zwei Gründen. Einmal Artikel 16a ist nicht unveränderbar. Darüber hinaus unterliegt jedes Leistungsrecht, unterliegt dem, also egal worum es auch immer geht, unterliegt immer der Möglichkeit. Das heißt, wenn es irgendwann nicht mehr möglich ist, ein Recht zu gewähren, geht es halt auch nicht mehr. Also Artikel 16a ist veränderbar, Punkt 1. Und Punkt 2 ist, Flüchtlinge haben keinen Anspruch gegen die Bundesrepublik Deutschland auf Aufenthalt. Ja, das ist eigentlich das, was man wissen muss. Bitte. Das heißt, also jetzt könnte Merkel auch ihren Freund Erdogan anrufen und sagen, du hast ja so viel Land, Türkei, dann lassen wir die Bundeswehr dort ein schönes, großes Flüchtlingscamp aufbauen und dann schicken wir die ganzen, die hier Flüchtlinge anerkannte sind, dort wieder hin. Mhm. Wäre rechtlich möglich, oder wie? Ja, rechtlich ist das möglich, aber ich weiß nicht, ob das Herr Erdogan so möchte. Ne? Ich will ja eher so weiterleiten. Ne? Und letzter Punkt, das nochmal, kommen wir zum Ausgangspunkt zurück, das wäre nochmal wichtig, dass man hier klar trennt zwischen Asyl und Einwanderung, einmal in der politischen Diskussion, Asyl, den vorübergehenden Schutz, Einwanderung ist das, wofür Asyl missbraucht wird, für eine dauerhafte Niederlassung oder eine längerfristige Niederlassung in Deutschland, dass man hier genauer trennt und das passiert halt in der politischen Diskussion überhaupt nicht, es wird völlig alles durcheinander geworfen, Ihnen wird das hoffe ich, ab dem heutigen Abend nicht mehr passieren. Ich hoffe, dass Sie das vielleicht das eine oder andere nicht aufgegangen ist. Das war sicherlich vielleicht ein bisschen kompliziert, aber glauben Sie mir, wir sind immer noch nur an der Oberfläche des Asylrechts. Es gibt viele Verästelungen, viele Tücken, die man noch so beachten muss. Ansonsten ist das jetzt meine letzte Folie gewesen. Genau. Vielen Dank. Genau. Und, bei jedem Vortrag gibt es noch Fragen. Bitte schön. Zu Punkt 9, subsidiären Schutz. Von 15 zu 16 haben wir einen Faktor von 35 auf 22%. In den letzten Monaten kam eine Quote mit ungefähr 20.000 Schwarzafrikanern. Nun steht der Schutz.
Schutzwort gewährt, der Grindenland ist. Sibirien hat ungefähr 135 Millionen Einwohner, ganz von Norden bündet dieses Distrikt der Rumänischen Kultur. Oder zu einem Distrikt. Und dann haben wir Mali, da ist auch im Norden drin. Dann haben wir Südsudan und Fakt ist, dass die 1,2 Milliarden in Afrika werden sich auf 2,4 Milliarden im Jahr 2050 erhöht. Und die wirtschaftliche Lage wird da nicht viel besser. Also wir haben dort einen großen Anschub aus Afrika zu erwarten, denn die Kriege, die ja gar nicht mehr viele Tote liefern würden, im Nahen Osten, dann kann man abhalten. Und der ist dieser Vertrag mit subsidiären Schutz, übrigens, wie lange wird der gewährt? Ein Jahr und dann wieder ein Jahr. Das wird das neue Problem sein. Ich glaube, wir hatten eine Folie, ich meine, das waren sogar 3 Jahre, ich müsste jetzt selber nochmal gucken, wie auch immer. Ich muss sagen, das ist natürlich jetzt stark vereinfacht hier, diese Folie, sehr stark vereinfacht. Wenn ich da schreibe, Beispiel Krieg, heißt nicht, dass wenn irgendwo Krieg ist, ich automatisch subsidiären Schutz kriege. Das gibt schon, das ist schon ein bisschen diffiziler, sage ich mal. Also es gibt ja zum Beispiel diese Diskussion, das haben wir ja in Afghanistan, zum Beispiel gibt es inländische Fluchtalternativen, das ist ein Stichwort, dass man sagt, wenn irgendwo, wie Sie sagen, im Norden von, ich weiß nicht, wo es war, Krieg ist, das ist ja bis Boko Haram, glaube ich, die Geschichte, ne? Heißt das nicht so, wenn irgendwo Krieg im Land ist, kriege ich automatisch Asyl. Das ist jetzt ganz stark vereinfacht. Ne? Also die Sorge muss man nicht haben. Naja, die Sorge sollte man vielleicht schon haben, weil man weiß nie, wie das alles so ausgelegt wird. Aber an sich ist die Rechtslage schon so, dass er differenziert wird, weil letztlich, ich meine, Kriege hat es halt schon immer gegeben in der Geschichte der Menschheit. Ich weiß nicht, ob es mal einen Zeitraum gab, wo es keine Kriege gab. Und wenn man jetzt das allein rechtfertigen würde für einen Asylanspruch, würde es ja nicht funktionieren. Hm. Weitere Fragen? Also Sie haben, da wird natürlich differenziert, wie gesagt, wir haben ja hier so ein bisschen an der Oberfläche, muss ich mal gucken, hatte ich das aufgeschrieben? Ja, wir haben ja nur an der Oberfläche gekratzt, das wird natürlich unterschieden. Das wird unterschieden. Also, Sie haben auf jeden Fall hat der Ehegatte Nachzugsrecht und minderjährige Kinder und die Eltern minderjährigen Kinder. Bei denen ist es sicher. Und dann gibt es noch das Stichwort, ich habe das vorhin nicht so detailliert gemacht, die sonstigen Familienangehörigen. Und so steht es auch wirklich drin. Das heißt, das sind alle Geschwister. Aber, ja, wir müssen auch ein bisschen vorsichtig sein, nicht jetzt überdramatisieren, weil das an bestimmte Voraussetzungen geknüpft ist. Die habe ich jetzt hier nicht im Einzelnen dargestellt. Also gerade bei den sonstigen Familienangehörigen gibt es schon noch bestimmte Voraussetzungen, unter denen das anerkannt werden muss. Problem, realistisches Problem sind ja zum Beispiel, ich sag mal, Kinder. Also wenn ich zum Beispiel fünf Kinder habe, die können ja alle nachkommen. Das können Sie kaum verhindern. Bei Geschwistern, Tante, Onkel, sonstige Verwandtschaftsverhältnisse geht es nicht ganz so einfach. Das ist aber ganz differenziert geregelt. Nee, wie gesagt, das wird schon differenziert. Je nach Verwandtschaftsstatus. Bitte schön. Entschuldigung, könnten wir vielleicht ganz kurz, wenn Fragen sind, noch bitte die Diskussion einstellen? Sind gleich fertig? Das heißt, wenn ich 3 oder 4 Frauen habe, können die alles auch. Wenn ich 2. Ja, das sind wir bei dem Problem der Mehrehe. Das ist tatsächlich so. Bitte schön. Als Verwaltungs-
Organisation sich daran nicht hält, wenn man entsprechend politisch gewünscht sich äußert in einzelnen Fällen. Ohne die absolute Macht zu haben, ist das keine sinnlose Diskussion, die Leute darauf hinzuweisen. Wenn alle, außer das Volk und das auch nur in einem kleinen Teil und in sich, die ganze Wahlgebiete sind schon, von Einwanderung und offensichtlich profitieren. Mhm. Also ich kenne Beispiele aus hier, wo Unternehmer sagen, dass es sehr gut läuft. Traditionsgaststätten, die in Dreher angestellt sind, Tellerwaschung und es war glaube ich letztes oder vorletztes Jahr, wo selbst der Verband der Familienunternehmer gesagt hat, jawohl, wir haben viel mehr Leute angestellt, wir brauchen keine Unterstützung. Also es gibt keine Verbündeten für die einfachen Leute, die irgendwo sagen, wie können wir uns wenden, das ist die Logik, die wir haben. Ja, das ist tatsächlich richtig. Ich habe, glaube ich, gestern gelesen vom Arbeitgeberpräsident, der auch gesagt hat, wir brauchen noch viel mehr Zuwanderung. Ja gut, das ist ja in gewisser Weise auch nicht falsch, wenn wir das so machen wie jedes Land auf der Welt. Und man sagt, okay, das ist jetzt der Computerexperte, den wir unbedingt brauchen. Das ist ja, dagegen hat ja keiner was. Aber das Problem ist ja einfach, dass das Ungesteuerte. Und Ihre Frustration, die ich so ein bisschen aus Ihrer Frage nehme, das frage ich mich natürlich auch manchmal, was man eigentlich macht. Deshalb mache ich natürlich auch solche Vorträge. Aber ich bin da nicht ganz so pessimistisch, weil der entscheidende Unterschied ist ja, sag ich mal, zur Euro-Krise, was ja auch eines unserer großen Anfangsthemen 2013 war, ist ja, dass es jetzt konkret wird. Die Euro-Krise, das hat im Grunde keinen interessiert. Da sagt man, das sind irgendwelche abstrakten Zahlen. Da hat der einfache Bürger sich gedacht, ich habe sowieso kaum Geld auf dem Konto, mir ist vielleicht auch egal und so. Weil ich keinen so richtig interessiert, die Rechtsbrüche, sage ich mal, außer so speziell politisch Interessierte, wie wir es vielleicht sind. Aber jetzt geht es ans Eingemachte. Halt. Wenn ich im Arztwartezimmer sitze und da noch 6 Asylbewerber sitzen, die das sozusagen mit in Anspruch nehmen, dann erfährt der normale Bürger in seiner Realität, was das bedeutet. Oder wenn man halt im Kindergarten, dann sieht das eben da auch noch Kinder, da Asylbewerber auch noch kommen, kostenlos. Und die Gruppen dort sprengen oder in der Schule, wenn dort Leute eingeschult werden in die 4. Klasse gleich, weil sie halt zu alt sind, aber eigentlich kein Wort Deutsch können, ja, sich unsinnige Sachen passieren, ja, dann erlebt der einfache Bürger eben auch, was es bedeutet in der Praxis. Von daher bin ich da nicht ganz so pessimistisch und glaube schon, das hat man ja auch schon gemerkt in den letzten Monaten, als die Stimmung da dramatisch kippt, das glaube ich schon. Und da müssen wir einfach weiter Aufklärungsarbeit leisten und dafür dient ja auch so ein Vortrag und das reicht ja völlig, einfach darauf hinzuweisen, da muss man auch gar nicht irgendwelche übertriebenen, pathetischen Formulierungen verwenden oder so, das reicht eigentlich völlig. Die Situation ist so dramatisch und so frappierend und so schlimm eigentlich, dass man einfach, wenn man das alles so ganz nüchtern erwähnt, das mache ich im Landtag genauso, fast jeder Rede, halte ich das der SPD, CDU vor, was die hier eigentlich für Mist machen, ne? Sie das Recht brechen und so weiter und da ist auch Schweigen, ne? Da können die auch gar nicht widersprechen. Und ich habe, das sieht man ja an dem Erfolg der AfD, wir sind der Erfolg, die Deutschland je hatte. Sag ich mal, dass unser Weg jetzt ist das zu Ende, die Akkus alle, dass das schon richtig ist, was wir machen. Ich bin da nicht ganz so pessimistisch, sehe aber schon, dass es gut sein ist. Und ich bin auch immer erschrocken, wenn ich dann diese Funktionäre lese, die sagen, das ist alles ganz toll. Wie das eigentlich kommt, das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht so richtig. Also ich selber habe auch Kontakt mit Unternehmern, also meine Frau ist auch Unternehmerin und die schüttelt auch nur den Kopf, sag ich mal, wenn die sowas liest. Ne? Man kann es nicht verstehen. Sie ist genauso wie Sie, dieser Unterschied zwischen Funktionsträgern und ja, einfachen Bürgern. Ne? Bitte. Ich war ja selber über 4 Jahre in Nordrhein-Westfalen. Ich muss sagen, die haben es doch seit 40 Jahren vor Augen. Aber jetzt aktuell, sagen wir so, dümmelt da die AfD, glaube ich, bei 7% oder so. Da sage ich mir, tut mir leid, sind die Menschen entweder blöd oder blind. Nee, da steht zu wenig drin. Weil, ich habe in Nordrhein-Westfalen 400 Jahre gesagt, die sagen, wir haben uns ja zu Recht vor, wir haben doch so wenig Ausländer. Was habt ihr aus diesen gegen Ausländer? Ihr habt doch gar keine Recht. Ja, das ist immer das Argument, was immer kommt, genau, mit den Zahlen, bitte. Ja, ich ziehe zurück, weil das geht in selbe Richtung. Wo sind ja die Privatergebnisse? Wenn ich mir jetzt den Landtagswahl angucke, dann ist es um die 8% nach Saarland, das war nämlich, habe ich das ja versprochen und 6% noch nicht nur. Gut, das sind natürlich immer die Analyse von Wahlergebnissen natürlich immer, hat ja immer viele, viele Gründe. Das hat ja einmal mit der gesamtpolitischen Lage zu tun, mit der Partei selber, wo wir halt zurzeit ein bisschen zu kämpfen haben. Ich will das fast jetzt heute Abend nicht aufmachen. Es sind halt viele Gründe, sage ich ja. Ich meine, wir hatten in Mecklenburg-Vorpommern über 20% und dann saß ich in der Talkshow und musste mir da von diesem Politikwissenschaftler Lucke anhören, der meinte ja, wir hätten noch Besenstiele aufstellen können, weil wir nur wegen der Flüchtlingskrise, wie er das nennt, gewonnen haben.
hat er halt keine Ahnung. Das sind immer auch spezifische Dinge. Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern ganz großen Bürgerfrust gehabt wegen der Strukturreform. Wir hatten einen Kreis, ich hörte gerade, Thüringen ist auch geplant, Kreisgebietsreform. Das ist wirklich erstaunlich, dass es überhaupt noch jemand macht. Das bringt dem Bürger nichts, bringt dem Staat nichts, nur Nachteile. Wir hatten Polizeistrukturreform, Gerichtsstrukturreform, wir hatten ganz landesspezifische Themen auch. Das ist nämlich eine totale Vereinfachung, wenn man sagt, wenn wir selber uns auch sagen, es dreht sich alles nur um die Einwanderung, das ist definitiv falsch. Also die Bürger, die haben auch andere Probleme. Das ist, glaube ich, vielleicht in unseren Kreisen so, dass es immer so ein bisschen innere Sicherheit und so weiter, ein bisschen monothematisch ist. Aber der Bürger hat wahrlich auch andere Probleme. Da denke ich an die Schülerbeförderung bei uns auf dem Lande. Da denke ich an irgendwie Altanschlussbeiträge für Grundeigentümer und all so Sachen, sage ich mal. Da geht es auch um viele kommunale Dinge. Ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen, dass jedes Land, da kann man Landtagswahl auch mit der Bundestagswahl überhaupt nicht vergleichen. Ne? Jedes Land hat auch seine spezifischen Probleme und dann hängt es natürlich auch in den Persönlichkeiten, die ich dort aufstelle, zur Wahl. Ne? Also es hat viele Gründe, glaube ich. Ich weiß nicht, ob man das so einfach sagen kann. Das ist jetzt, dass es daran liegt, dass irgendwie Leute nicht was kapieren, was hier mit der Einwanderung schiefläuft. Schwer zu sagen. Ne? Naja, aber Fragen vielleicht zum Thema noch. Ich meine, uns andere Themen kann man natürlich noch stundenlang diskutieren, aber bitte. Eine Frage, was du jetzt direkt dazu. Wie stehen Sie zu Thilo Sarrazin in seinem Buch Deutschland schaut sich an? Ja, das habe ich meinem Vater geschenkt damals zum Geburtstag. Ja, was soll ich dazu sagen? Wie bitte? Das wurde immer abgelehnt. Ja, natürlich. Sehr gutes Buch, kann man sehr empfehlen. Ja? Die ist sehr positiv natürlich. Hat übrigens bei uns auch, wohnt bei mir auch in meinem Kreisverband auf Wiesendorf, hat der Sarrazin Haus gebaut, hat sich aber bei uns ja noch nicht gemeldet. Der will ja noch in der SPD bleiben. Sie stammen jetzt nicht direkt aus Antwerpen. Doch, ich bin aus Antwerpen, genau. Also nee. Und du liebst in Deutschland. Genau, sehr gut. Ich kenn's. Naja, nee, das ist. In dem Kreisverband stand das einzige. Wie bitte? Atomkraftwerk, der wir ja im Kreisverband. Lubmin bei Greifswald, ja. Aber Fragen noch zum Thema. Ansonsten will ich das auch nicht länger. Ist auch länger geworden, als ich eigentlich geplant habe. Aber ich bedanke mich sehr. Es war eine sehr rege Diskussion. Ich freue mich sehr. Merkt man einen kleinen Unterschied zwischen Vorpommern und Thüringen, habe ich heute so gedacht. Vorpommern ist eher so am Anfang zumindest etwas verhalten mit den Diskussionsbeiträgen. Hier haben ja viele gleich mitgemacht. Ganz herzlichen Dank. Macht mir auch mehr Spaß. Nicht so langweilig. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen Einblick bekommen. Ich hoffe, Sie haben ein paar Erkenntnisse gewonnen heute Abend. Ich wünsche Ihnen allen erfolgreichen Wahlkampf. Ihrem Bundestagskandidaten natürlich viel Erfolg. Ich weiß, wie viel Arbeit da steckt. Ich habe das ja letzten Sommer durch. Ich freue mich, dass ich diesen Sommer das nicht machen muss, aber jeder ist mal dran. Ich wünsche Ihnen da viel Erfolg und ansonsten noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Vielen Dank. Der Stadtverband hat natürlich auch ein kleines Dankeschön für Sie, für den tollen Vortrag. Überreicht von Herrn Schild. Ja, super. Ja.